Hi zusammen, Farbstoff hier. Heute habe ich wieder einen kleinen, aber feinen Detailguide für euch erstellt. Und zwar reden wir heute über die große Halle. Der Guide wurde sich gewünscht und auch im Discord kommen immer wieder Fragen. Im Stream war die Fragen bezüglich richtiger Herangehensweise. Aus diesem Grund wird es Zeit für diesen Guide. Wie viele von euch habe ich auch am Anfang einige Fehler gemacht, beziehungsweise die große Halle, beziehungsweise den großen Saal sogar ignoriert. Dazu sagen, Fehler kann man eigentlich keine machen, denn wir wollen ja am Ende alles freischalten, oder? Jedoch gibt es natürlich optimale Herangehensweisen. Die große Halle findet ihr in der Bastion, die ist hier oben und die wird euch ab einem bestimmten Account-Level freigeschaltet. In der großen Halle könnt ihr accountweit Boni freischalten. Also die gelten dann in allen Richtungen, in Fraktionen, in Arena, am Klamos, überall. Jeden Boni, den ihr freischaltet, gelten für alle Champs in allen, in den gesamten Content. Dafür benötigt ihr Arena-Marken. Also um hier etwas freizuschalten, benötigt ihr Arena-Marken. Diese bekommt ihr durch Siege in der Arena. Und je nachdem, welche Stufe bzw. Level ihr in der Arena spielt, könnt ihr folgende Marken erhalten. Einmal haben wir die bronzefarbenen. Die haltet ihr in der Stufe Bronze 1 bis 4. Die silbernen, die erhaltet ihr in der Arena-Stufe Silber von 1 bis 4. Und dann haben wir noch die goldenen. Diese erhaltet ihr in Arena-Stufen Gold 1 bis 4 und Platin. Die Anzahl der bekommenden Marken richtet sich ein bisschen danach, welche Stufe ihr spielt. Also immer von 1 bis 4 bekommt ihr halt 1 bis 4 Marken, je nachdem. Außer bei Platin, da ist eine Ausnahme, dort bekommt ihr 5 Marken. Deshalb eine Empfehlung mal zwischendurch. Die Anzahl pro Tag ist begrenzt. Das heißt also nicht die bekommenen, sondern was ihr machen könnt. Ihr habt ja hier oben diese Arena-Marken, mit denen ihr die Arena-Kämpfe beschreiten könnt. Die sind begrenzt. Und damit ihr das Maximum rauset eurem großen Saal, verbraucht eure Arena-Marken und farmt die Arena und holt euch die Belohnung. Wichtig. So, nachdem wir die Währung durchgesprochen haben, zeige ich euch jetzt die Stadtboni, die man freischalten kann. Und zwar, da haben wir LP-Prozent, Angriff-Prozent, Defense-Prozent, Crit-Damage, Widerstand und Genauigkeit als Flatwert. LP, Angriff und Defense haben bei der Max-Stufe 20% auf den jeweiligen Wert. Bei Crit Damage erhaltet ihr 25% auf der höchsten Stufe. Und bei Genauigkeit und Widerstand erhaltet ihr jeweils als Flatwert 80, also plus 80. In allen Guides, YouTube-Videos, in Discord und auch auf Reddit wird gerne empfohlen, als erstes Genauigkeit zu leveln. Okay, das nimmt man hin und macht's dann. Aber warum? Warum ist das so? Warum sind nicht plus 20 Angriff, also plus 20%? Plus 20% nicht besser als 80 Genauigkeit. Ganz einfach. Ein großer Boost des Teams sind Debuffs auf den Gegnern. Und zwar in jedem Bereich des Spiels. Ob wir die Gruppen in den Fraktionskrieg mit Debuffs belegen, die Arena-Gegner mit Stun oder Frost ärgern oder den CB mit Giftschaden zufügen wollen, überall in dem Spiel wollen wir Debuffs auf den Gegner applyen. Dies können wir aber nur mit genug Genauigkeit. Um das ein wenig zu verdeutlichen, hier mal ein kleines Beispiel. Nehmen wir einmal unseren Angriffshelden Kael. Dieser Starter-Champ steht allen Accounts zur Verfügung, wenn ihr ihn natürlich gewählt habt. Und die Rechnung, die wir jetzt hier machen, die lässt sich natürlich auf jeden Champ umlegen. Also das ist jetzt nur ein symbolisches Beispiel. Kael hat folgende Stats. Er ist vom Champion-Typ Angriff, also nehmen wir den Angriff, der hat bei Level 60 und 6 Sterne aufgestiegen, 1200 als Grundwert. Und die Genauigkeit ist 0. Wenn wir nun den Angriffsbonus in der großen Halle auf Level 10 upgraden, also auf die Max-Stufe, erhalten wir, wie eben schon erklärt, einen Bonus von Angriff plus 20%. Das würde einen Endwert ergeben von 1440. Das ist mal ein ordentlicher Boost, oder? Dagegen erhalten wir bei dem Bonus Genauigkeit auf Level 10 einen Bonus von plus 80. Das sind gerade mal 80 als Wert. Viel weniger. Und trotzdem wird Genauigkeit empfohlen. Hier die Erklärung. Nehmen wir ein beliebiges Rüstungsteil. Hier eine Waffe. Eine epische Waffe hat folgende Stats. Als Hauptwert plus 265 Angriff, Critquote 6%, Angriff 10% und Genauigkeit 8. Nun upgraden wir die Waffe auf Level 12 und schaffen es auch tatsächlich, dreimal Angriffprozent zu verbessern. Dadurch verbessert sich dieser Wert auf plus 28%. Wenn wir die Genauigkeit dreimal triggern, erreichen wir in diesem Beispiel einen Endwert von Genauigkeit plus 26. Und genau da liegt der Unterschied. Wir haben jetzt alleine fast den gesamten Bonus der großen Halle beim Angriffswert erreicht. Also 18% Bonus. Dagegen ist die Genauigkeit noch viel, viel
weiter weg bzw. sehr weit entfernt davon. Hier haben wir gerade mal einen Bonus von 26 geschafft. Das gleiche würde natürlich mit dem Widerstand passieren. Und genau deshalb ist es so wichtig, Genauigkeit in der großen Halle als erstes zu leveln. Denn den könnt ihr viel schlechter durch Substats erreichen als die anderen Werte. Also empfehle ich euch folgende Reihenfolge in der großen Halle. Als allererstes definitiv Genauigkeit. Als zweites Widerstand, Defense Prozent, Crit Damage. Je nachdem, welchen Held ihr habt oder bekommt, in dem ihr spielt und wo es euch dann in dem Moment am weitesten am besten hilft. Wenn ihr zum Beispiel einen Royal Guard oder eine Cold Heart kriegt, dann wollt ihr die auf Crit Damage haben. Das heißt, ihr werdet Crit Damage boosten. Habt ihr aber Rasin zuerst fusioniert oder ihn vorher bekommen, das ist ein Defense-Held, dann wollt ihr natürlich Defense-Prozent und natürlich die Genauigkeit, die natürlich vorher. Und dann folgt, je nachdem, welches ihr gewählt habt, Widerstand, Defense, Crit Damage in der Reihenfolge, wie ihr es braucht, danach LP-Prozent und als allerletztes Angriffsprozent. Am Anfang empfehle ich euch blau für euren Starthelden, weil wie der Startheld ist blau. Kurz gesagt, upgradet ihr bitte nur die Werte, von denen ihr auch wirklich in diesem Moment profitiert, beziehungsweise eure Champs, die ihr verwendet. Denn Defense-Prozent, da profitiert jeder Champ von. Genauigkeit profitiert jeder Champ von. LP-Prozent profitiert jeder Champ von. Angriff-Prozent, da profitieren nur die Angriffs-Champs von. Also wollen wir die natürlich erstmal die Boni freischalten, die uns natürlich erstmal allgemein was bringen. Und jetzt werde ich immer gefragt, soll ich denn gleich auf 10 ziehen oder wen mache ich auf erstes auf 10? Da gebe ich euch einen Tipp. Idealerweise richtet ihr euch an die Arbeitermission. Dort müsst ihr öfter bestimmte Saalboni freischalten, zum Beispiel 2x5, 2x6, 1x7, 1x8, 1x9, 1x10. Und genau so upgradet ihr den großen Saal. Das ist ungefähr der Leitfaden, den ich euch an die Hand geben möchte. Und danach verbessert ihr einfach die Boni nach dem anderen, so wie ihr sie braucht. So. Das war's eigentlich schon zum großen Guide. Ich hoffe, dass ich euch damit dann ein bisschen näher bringen konnte, warum, wieso, weshalb man was upgradet. Ich weiß, dass manche sich jetzt ärgern werden. Shit, ich habe anders und falsch angefangen. Egal, macht's jetzt richtig. Es gibt kein richtig und falsch. Am Ende wollen wir sowieso alle haben. In diesem Sinne wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal, euer Farbstoff. Ciao.